Die UN hat sich 1972 zum ersten Mal mit einem großen Gipfel mit Umweltfragen beschäftigt. Aber heute würde ich sagen, dass eigentlich Umwelt das zentrale Thema der UN geworden ist. Die Frage, wie leben wir denn eigentlich alle zusammen auf einem Planeten, während wir versuchen, Menschen aus der Armut zu bekommen, während Millionen, Hunderte von Millionen in den Mittelstand aufsteigen, was eine sehr schöne Entwicklung ist. Aber wie viel hält dieser Planet aus und wie können wir es so einrichten, dass wir kollektiv Lösungen finden für die Zukunft? Ich denke, als Mutter können wir viel erreichen, wenn man Bilder malt, wenn man die Leute schaut, das, was man für die Erde, für die Umwelt machen kann. Auch nicht nur für die Umwelt, sondern für die Gerechtigkeit in alle Richtungen. Es ist Zeit, dass wir uns ändern können. Wir sind Teil von dieser Erde und wir müssen jetzt arbeiten, das für eine bessere Zukunft. Dieses überschüssige CO2 wurde im Lauf der letzten 500 Millionen Jahre in Form von Kohle, Erdöl und Erdgas im Untergrund abgelagert und entsorgt. Mein Name ist Anatinius. Ich bin Künstlerin. Seit Jahren ist mir der Klimawandel bewusst. Aus diesem Grunde bin ich heute hier dabei. An dem Parachutes-Projekt bin ich beteiligt, zusammen mit der Gruppe Artists for Future Bonn. Kunst wird einfach gemacht. Und ob die Menschen dann diese Kunst schön finden oder nicht schön finden, ob sie die nützlich finden oder nicht nützlich finden, das liegt natürlich in der Autonomie, in der Eigenverantwortung jedes einzelnen Menschen. Kunst fragt nicht, ob sie sein darf. Kunst wird gemacht, Kunst ist.